Ahoi Leute und willkommen zurück zu Grimdorn. Wir sind bei den Arkovian Foothills immer noch und haben ganz viele Aufträge. Ja. Und haben einen Auftrag verkackt und... Wir haben nicht verkackt, aber wir haben vergessen, was wir noch machen müssen. Wir müssen noch mit dem einen Typen, den wir gerettet haben, da in Devil's Crossing reden und das haben wir komplett vergessen. Bin gerade übrigens gelevelt. Sehr gut, bist auch mal Level 3. Oh nein, Level 23, ich bin schon 24. Ja. Ich level mich gleich auf, wenn wir wieder in Devil's Crossing sind. Erstmal hier ein bisschen weiter erkunden, dann können wir nach Devil's Crossing was zurück. Wir nehmen auch gerade erstmal nur einen Part auf, weil es schon wieder so spät am Abend ist, dass ich morgen früh arbeiten muss. Ich bin ja immer noch arbeitslos, nicht arbeitslos, ich bin ja jetzt, ich habe ja schon einen Ausbildungsplatz, aber... Trotzdem bist du noch arbeitslos. Ja, stimmt. Scheiß Langzeitarbeitslose immer. Wie lange warst du Langzeitarbeitslos? Ja, ein halbes Jahr nur. Moment, ich bin ja... Ne, wann habe ich aufgehört? Doch im... Habe ich im Mai? Ich habe im März aufgehört. Stimmt, ich bin dann genau ein halbes Jahr arbeitslos gewesen. Gott, Alter. Beste Zeit meines Lebens. Und hier sieht es dann so aus, als würden wir zurückkommen zu der anderen Stelle, die du meinst noch. Ja. Scheiße, ich habe mir so überlegt, was ich machen würde mit der Zeit, wenn ich arbeitslos wäre, Alter. Also wenn ich wirklich nichts zu tun hätte, wenn ich den ganzen Tag nur rumpimmeln könnte. Scheiße. Was würdest du machen? Ganz viel zocken, auf jeden Fall. Ja, das ist doch easy, was du machst. Oh Gott, was ist das für eine Horde da? Ja, deshalb laufe ich gerade weg. Ja, ich geh rein. Bam, Junge, gib ihm. Interessiert sie nicht. Was? Keine Ahnung, warum meine Freundin auf einmal mitten im Part was schreit. So. Das interessiert sie nicht. Hört ihr, die machen ganz schön Schaden. Geht sogar, wenn man wegläuft. Ja, also wenn man in allen drin steht, also ich habe jetzt meine halben HP verloren. Ist zur Hölle, hast du es gerade weggesprengt, das Vieh? Ja. Schön, dass die wieder alle auf mich gehen. Zwei gehen auf dich. Ich habe eine Katze im Hintergrund. Ja. Gott, ey. Das ist richtig schlimm, ich muss Videos mit den Katzen machen unbedingt. Tausende Videos. 100 Millionen Livestreams. Ich sollte wirklich mal einfach Livestream, wie die Katzen dumme Scheiße machen. Kleb einfach der Katze GoPro auf den Kopf. Dafür bräuchte ich eine GoPro. Aber es gibt hier wieder magische Verstecke, das liebe ich so. Aber die sind auch so richtig unauffällig, also so kleine Steinchen, die hier rumliegen oder so. Voll geil. Sacred Feeling. Ja, wir müssen unbedingt mal wieder Sacred. Ja, unglaublich. Oh, guck mal, da steht ein Pilz. Warum steht das Pilz im Wald? Weiß ich nicht, vielleicht weil es Pilz war, das Checkmate. Okay, hier brennt es wieder. Oh, voll das Branding. Scheiße, Alter, ich bin auch schon richtig müde. Es gibt kein einziges Let's Play, auch kein einziges Part, wo du dich mal nicht über irgendwelche Zustände beklagst. Ja, früher war es immer meine Maus. Was? Früher war es immer meine Maus. Inzwischen könnte ich mich über meine Tastatur beschweren. Oh. Was zur Hölle? Böses Skelett. Nein, ksch. Nein, ksch. Lass das. Ich könnte wirklich anfangen, mich über meine Tastatur zu beschweren oder über mein Handy. Du musst übrigens nochmal an WhatsApp schreiben. Ich habe deine Nummer nicht. Ich habe jetzt nur deine alte Nummer, also deine richtige, wo ich auch anrufen könnte. Aber WhatsApp hast du hier irgendwie so ein komisches Dings da gemacht. Das ja, ist nicht richtig. Hier, ich bin über den Account von meiner Freundin drin. Und die hat sich auf ihrem alten Handy noch kein WhatsApp gekauft gehabt. Und jetzt hat WhatsApp mich neulich angeschrieben, ja bitte kauf dir die Version. Und ich habe halt auch kein Guthaben mehr auf dem Ding und hab mir so gedacht, Alter, scheiß drauf. Du hast das Handy eh nicht mehr so lange, ne? Und dann, das war 3 Tage vor Ablauf halt schon. Und dann meinte WhatsApp so, ja, also wir schenken dir jetzt noch ein Jahr. Aber es wäre wirklich freundlich, wenn du es kaufen würdest. Dann dachte ich mir so, Alter, ihr schenkt mir wirklich noch ein komplettes Jahr? Ja, ich glaube, mir haben sie auch eins geschenkt oder so. Aber ich hab glaube ich auch noch, ich weiß gar nicht. Ich habe mir 5 Jahre gekauft auf meiner, also auf meiner Nummer. Ja. Und ich dachte mir so, scheiße, die schenken mir vielleicht irgendwie eine Woche oder so. Aber die schenken mir einfach ein ganzes Jahr.
Ich dachte, nee, bei mir war es auch so. Ich hatte ja einmal ich habe mein Handy jetzt ja 3 Jahre fast gehabt. Und dann habe ich ein Jahr nochmal dazu gekauft. Und was machst du? Und danach habe ich dann nochmal gratis bekommen, ein Jahr. Hallo, wen willst du? Redest du es mit mir? Ja! Keine Ahnung. Du rennst erstmal komplett random im Kreis? Ja, das sah aus, als würde es weitergehen. Ging's da nicht weiter? Doch, das sieht aus, als würde es weitergehen, aber ich wollte erstmal gucken, ob wir noch irgendwie nach da unten können. Dann rede doch mit mir, ich folge dir doch nur, ich war gerade tierisch verwirrt. Ja, ich habe irgendwas bei dir im Hintergrund wieder rumschleichen gehört. Ich dachte, du redest jetzt mit deiner Freundin oder mit deiner Katze oder so. Nein, nein. Da leuchtet was. Oh, halt rein. Was? Ich habe da eventuell ein bisschen was angelockt. Na, das ist doch nichts. YOLO. Ach ja. Ja, die Katzen sind im Hintergrund übrigens übertrieben laut. Ich sollte mal die Schuhe ausziehen. Ich kann übrigens nicht durch die Wände durchfeuern, das ist sehr praktisch. Naja, willst du noch einen Wallhack und einen Aimbot haben? Ja, einen Aimbot habe ich schon in dem Spiel hier. Scheiße. Watch. Okay. Eben erstmal eine Runde Survival Games gespielt, genau eine Runde. Und dann dachte ich mir so, oh, das kann gut werden. Ich Fallout gezockt. Und dann in der ersten Kiste, ich mach die erste Kiste auf, 2 Dias. Und ein Steinschwert für den Anfang. Dann brauchte ich ja nur noch einen Stock und ich hätte sofort gewonnen. Und was passiert natürlich? So ein Ficker killt mich. Achso, ich dachte gerade Fallout gezockt, ich dachte du hast gerade wirklich Fallout, also das Spiel gespielt. Nein. Ich hab vor irgendwie mal die Tage mal Fallout New Vegas nochmal zu spielen oder so. Und was mit Fallout 4? Da hab ich mir den Trailer angeguckt, ich weiß es nicht. Also ich bin jetzt kein so großer Fallout-Fan. Lass mal nach unten gehen wieder, weil... Ich folg dir. Ja, du bist ja nämlich schon wieder nach da oben. Stein. Den habe ich diesmal auch gesehen. Gott, ich achte jetzt richtig auf die Steine, ey. Ja, danke, Katzen. Moment mal. Jetzt mal Handy entsperren. Gott, ihr seid so laut. Noch 12 Minuten. Nice. Was? Wir zocken jetzt 8 Minuten lang? Nur weil ich alle, ich in 4 ist immer so, da spiele ich immer so und denke ich mir so, ah, ist schon 10 Minuten vorbei, ich hab doch gar nichts gemacht. Launstein. Ja, gut 10 Minuten, ne, das ist ja auch wirklich nicht so lange. Ja, aber ich hab so halt in dem Part dann gar nichts geschafft, also ich hab da als Gegner besiegt und dann plötzlich, what the fuck. Warum nimmst du denn nur 10 Minuten Parts auf? Nein, also ich nehm 20 Minuten Parts auf. Ach so, okay. Und dann nach 10 Minuten denke ich mir so, ich hab gar nichts gemacht in dem Part, what the fuck. Irgendwas versteckt in dem Wasser? Nein. Ich wollte gerade sagen, ach, Katzen. 10 Minuten Parts, das wäre damals wie zu Gronkhs 4 Let's Play. Ich glaube, der hat noch nur 10 Minuten Parts gemacht. Ich glaube, ich habe damals 15 Parts gemacht. Aber es war ja nur 15 Minuten Begrenzung drin. Nee, er hatte das ja noch früher, da war noch 10 Minuten Begrenzung drin. Oh mein Gott, mein Handy klingelt. Meine Seite vibriert. Als er noch kein YouTube-Partner war, ach, das waren noch komische Zeiten. Ja, hier unten werden wir dann wieder. Ja? Oh, wir haben ja was. Hier ist irgendwas. Was? Ich sehe es. Ich hab ne Quest gefunden. Darwin Lake gehört zu unserer Quest. Ne, dann rede ich mal mit dem. You there. Here a dying man out, will ya? What happened to you? Backstep by my partner. 50-50 profit, bla bla bla. I say is the name, cut him down. Ja, mach ich. Wir müssen unseren Bastard töten, den, sterben lässt, ja. Der den abgestochen hat. Achso, der den abgestochen hat, okay. Der ist aber nicht tot. Ja, er hat ihn von hinten. Bleib mal liegen, wir kommen gleich wieder. Tschüss. Wollen wir in die Höhle gehen? Ja. Sehr gut. Also meine Seite juckt gerade so unglaublich ekelhaft, Alter. Ich finde es übrigens super, dass in den Höhlen... Geister. Geister. Ich hatte richtig Angst vor denen, als ich jetzt erstmal hier drin war. Ich finde es übrigens super, dass in den Höhlen Gräser wachsen und Pilze, was relativ realistisch ist, aber Gräser, das ist nicht realistisch. Es gibt nichts, was... Oh mein Gott! Ja, aber hier ist doch eine Fackel und das ist wahrscheinlich so eine permanente Fackel, weil ich glaube nicht, dass hier irgendwelche Leute einfach hingehen und einfach Fackeln anzünden. Das ist eine permanente Fackel. Ja, das ist so wie in Minecraft, die gehen ja auch nicht aus, ne?
Ich sterbe. Ja, ich versuche schon Sachen zu machen, aber irgendwie wollen die kein Alkohol haben. Also, ich will kein Alkohol haben. Jetzt hast du Alkohol. Bist du tot? Ja. Die machen ganz schön Schaden, what the fuck? Ja, die machen ganz schön Schaden. Ich stand da 2 Minuten drin oder so. Und mein Ladegerät ist leer. Ein Ladegerät? Achso, stimmt, das ist ja wirklich ein Ladegerät. Mein Portal ist offen. Danke. Ich treffe die auch gar nicht. Die Hälfte meiner Stelle trifft einfach nicht. Ich habe auch ganz oft Mist. Ja, hier dodgen die. Also das ist wahrscheinlich so ein Geisterskill, dass die das. Gott, ey. Die dodgen das? Die dodgen das, was? Oh, agar.io müsste dir eigentlich richtig gut gefallen. Deflected. Ich, ich fand's richtig zum Kotzen. Aber da kannst du einen Doge-Skin nehmen. Kannst du lassen. Ich hab mich einfach Drogenlord da genannt. Keine Ahnung wieso, das hab ich mit einem Kumpel gespielt. Kurz, aber. Meh. Ich hab das mit Freddy, ich hab das mit Kirschi auf dem gleichen Server gespielt. Das ist richtig lange gedauert, bis wir auf dem gleichen Server waren. Ja, und das auch nicht, wir haben gar keine Ahnung, wie das mit dem Server überhaupt da ist. Du joinst einfach in irgendeine Sitzung rein. Von Hunderttausenden, deshalb. Aber GLP hat das irgendwie geschafft, dass man Sitzungen aufrufen kann. Ich weiß aber nicht wie. Hab mich nicht informiert. Hilfe! Das macht die tot, das ist so anstrengend zu töten, weil ich einfach gar keinen Schaden mache. Ich würde das gerne aufnehmen. Gerne streamen. Mach halt. Wollte ich ja. Ist oder aber? Ja, ich hab's ja nicht geschafft an dem Tag. An dem Tag war ich dann einfach nicht da. Hast du mir die Stream-Ankündigung nicht sogar gemacht, oder war das wieder Kirschi? Welche Stream-Ankündigung? Ja, die Stream-Ankündigung, also sozusagen. Agar.io hab ich nicht gemacht. Ich hab mal irgendeine ganz alte gemacht, die du dann auch nicht eingehalten hast. Ja, für Citizen Skies. Ich glaube. Also für City Skylines, aber ich sag Citizen Skies, weil ich, weiß ich nicht, behindert bin oder so. Weil Scheiß. Du einfach gar keine Ahnung hast, wie das Spiel heißt. Die sind richtig nervig hier. Da ist ja auch neuer DLC gekommen. Oh, kostenpflichtig oder? Das ist Tunnelbau in europäische Städte. Nein, das ist also gratis. Also ein Update sozusagen. Also kein Add-on. Es wurde geupdatet. Für mich ist jetzt eigentlich schon. Da ist einfach für mich nichts rausgekommen. Hatte ich eben auch schon mal in der Kiste hier, so versteckte Stein. Magical Rock. Oh mein Danke. Gott. Ich hasse diese Gegner. Ich glaube, die dodgen auch den Schaden von meinen Randashen. Hier ist hoffentlich klar, dass ich keine Ahnung habe, was ein Dodge ist. Ausweichen. Scheiße, warum faxieren die immer mich? Ich stehe stundenlang in den drin und dann heilen die sich? Da kommt einfach irgendwas Neues dran. Überhaupt keine Ahnung, ich sterbe. Du hast kein Mana mehr. Hm. Ich hab doch gerade ca. 80 Stunjacks reingeworfen. Oh Gott, ey. Ich guck mal, wie lange wir noch haben. 7 Minuten. 6,5. Hast du auch einen Timer? Nein. Das war geraten. Oh Gott, ey, ist das anstrengend. Ich müsste mir Waffenwechsel mal auf eine andere Taste legen. Auf welche? Weiß nicht, auf eine, die ich nehmen kann, wenn ich. Dass ich dann nicht von meinen 2-3-4 runterkomme. Waffenwechsel ist doch auf W, oder? Ja. Mein Mittelfinger ist so, mein Zeigefinger ist sowieso auf W. Wie kriegst du das bitte hin, wenn du auf 2, 3 und 4 deine Finger hast? Hab ich ja nicht. Ich habe auf Tab, auf 1 und auf W. Ich habe ja eigentlich gar keine Teile, die ich brauche. Also, ich habe noch den einen aktiven Skill, der ist auf 5, den benutze ich nicht. Und auf 2 ist halt mein. Dass ich kurzzeitig verstärkte Resistenzen habe und den benutze ich so gut wie nie aus an stärkeren Fights. Hier ist der Ausgang. Gott, ey. Guck dir das an, wie er sich wieder nur für mich interessiert. Immer sind die Kleinen ist bei mir. Und warum deflekten die ganze Scheiße? Das nervt mich auch richtig hart. Stein. Rap.
Elixier of Spirit, danke, aber das braucht kein Mensch. Du hast es eben gerade gebrauchen können. Ich hab's ja genommen sogar. Ich hab noch 23 Stück davon. Gibt noch 32 Stück davon. Du brauchst hier wirklich nie. Ich auch nicht, ich hab noch nie einen genommen. Außer eben gerade. Ja, genau. Lass es den zweiten gewesen sein oder so. Ich weiß nicht, ob ich eins hier schon genommen habe im Let's Play. Also ich habe auf jeden Fall im Singleplayer welche benutzt schon. Weil da benutze ich meine Stunjacks, meine Granaten und alles auch ein bisschen öfter. Also habe ich benutzt, ich spiele ja gar nicht mehr den Singleplayer. Oh mein Gott. Oh mein Gott, es laggt. Gott, bei mir auch. Aber ich habe gerade Frame-Einbrüche, also mein ganzes Spiel ist auch hier selber. Guck mal, alle gehen an mir einfach vorbei. Mir fällt gerade mal auf, dass meine Schwerter ziemlich effektiv sind gegen die. Dann bitte deine Schwerter, die sind wirklich so nervig. Gott. Aber sobald ich halt drin stehe, gehe ich auch schneller drauf. Moment, der hat sich gerade bei mir krass rumgewagt. Ich habe den gerade angeschlagen und dann war der plötzlich vor dir. Du standst bei mir direkt vor mir und dann hast du dich auf einmal weggebackt. Ja, bei mir war der Typ einfach da und du hast ihn einfach zu mir hingebackt und dann, ja. Oh mein Gott, danke Katzen, dass ihr wieder richtig anstrengend seid. Wahrscheinlich machen die Katzen einfach gar nichts. Also nicht falsch verstehen, ne? Ich liebe die Katzen, aber Alter. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie anstrengend das ist. Ich bin den ganzen Tag nicht zu Hause. Oh mein Gott! Was? Ja, guck dir den mal an. Ich sehe ihn nicht. Wie jetzt? Also ich habe gerade gesehen, dass da ganz viele Zauber gekommen sind. Der da! Der ist bei mir unsichtbar, ich sehe ihn nicht, muss ich sagen. Das ist wundervoll. Das ist ein... Ich bin tot fast. Oh mein Gott, der ist richtig stark. Ich hab irgendwas geöffnet hier. Das hilft mir nicht! Ich kann dir nicht helfen, ich sehe den nicht. Also ich sehe, dass da Zauber herkommen, aber... Pull Agro! Lauf einfach neben ihn! Wo ist er denn? Direkt hinter mir! Da. Oh, hier ist grüne Sachen. Oh, cool. Ich hab das Teil geöffnet. Ich sehe den nicht, tut mir leid. Der ist richtig stark! Ich würde dir helfen, aber ist hier einfach nicht. Oh mein Gott, was Blaues. Ja, ich hab gerade einfach alles aufgemacht, weil ich nichts machen kann. Kannst du dich bitte einmal wegteleportieren? Dich dann eventuell wieder herteleportieren. Okay. Oh, scheiße. So, noch 2 Minuten. Boah, wo kommen die ganzen Geister plötzlich? Oh, jetzt sehe ich ihn. Hallo. Oh, danke. Scheiße, die sind viel zu stark. Ich mache ihm kaum Schaden, Alter. Vor allem nicht, wenn er alles defleetet, oder... Deflected. Oh Gott, ich hab grad einen Mana-Trank genommen, weil ich mich verklickt hab. Dritten Heiltrank übrigens schon genommen. Aber der greift doch gerade mich an, oder? Ja, zwischendurch hatte er mich mal zeitweise. Jetzt zum Beispiel hat er wieder mich. Dann muss ich immer zwischendurch mal einen Heiltrank einwerfen. Oh Gott, ich hab das Doomlaus-Item gerade genommen? Nee, ich hab eins gekriegt, aber vorher schon. Okay, ich habe jetzt auch 3 Stück insgesamt bekommen gerade. Was? Oh mein Gott, ich hab eine Armor für dich. Welche? Schulter-Armor. Guardman's... Hab ich schon. Okay, Lawkeeper's Band, das ist ein Ding. Wie gut? Was? Wie gut ist deins? War 90. Hm. 19 Defense Ability. Ist deins besser sogar. Ja, okay, dann wollte ich meins. Erzähl weiter. 47 Cold Resistance. Ja, ist wirklich besser. Guardian 12. Ich habe hier noch Blades. Okay, nee, der ist für mich. Also der ist nicht mein Skill, aber den benutze ich halt. Und dann habe ich noch Explorer's Cover. Habe ich dir die diese Woche schon mal gegeben? Was sind Explorer's Cover? Ist ein Hut. Habe ich nicht auf. Okay, ich glaube, die kannst du noch nicht tragen, aber ich habe dir mal einen gegeben. Weil der hatte 2,19, ist eher so eine leichte Rüstung. Okay, dann lass jetzt zurück nach
Okay, der Timer ist gerade sowieso an, also eine Sekunde drüber. Ist hier noch irgendwo Loot? Lass noch kurz nach Devil's Crossing und mit dem Typen reden. Ja, dann pennen wir hier die ganze. Also dann müssen wir wieder durch die komplette Höhle, ne? Ja, und was sollen wir jetzt machen? Lass uns noch kurz den Kreis da erkunden, das ist ja nur noch der hier. Oh mein. Geht noch ein bisschen weiter. Gott. Boah, ist das beschissen. Ich bin tot, komm nach Devil's Crossing. Kacke, ey. So, bin in Devil's Crossing, wo ist denn der Typ? Speak to Stephen Skinner. Ah. Nein, das ist er nicht. Ulgrim. Ah, hier oben sind die. Mit seiner Familie. I would like to thank you for talking me out and committing biggest mistake of my life. Hope you serves you well. Family Skinner's hier. Ist ein Ring, der macht mehr Leben, mehr Schaden und mehr Schaden. Mehr Schaden, mehr Schaden. Oh, 128 Leben plus, nice. Ja, dann nehme ich wohl 7% Leben, ist das mehr? Ich weiß gar nicht. Das rüsten wir jetzt einfach mal aus. Ja, ist mehr Leben. Dann behalte ich den erstmal. Meine Freundin redet mit der Katze. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir hier an der Stelle Part, ne? Mhm. Dann bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao. Tschüss.